Mein erstes Meerschweinchen hat Mom versehentlich totgetreten. Und dann immer wieder. Das war das Wort zum Sonntag. Zur heutigen Folge. Immer noch immer die rauskommt. Wir laufen im Kreis. Oh. Wir laufen im Kreis und laufen im Kreis. Und laufen. Ich muss weitermachen. Das geht von meiner Spielzeit ab. So. Deine Zeit ist rum. Schon vorbei. Oh. Neuer. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ja. Ich? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Ich liebe diese Folge. Okay. Wieso dürfen die Asiaten entscheiden, wer zusammen ist und wer nicht? Ja, weil die durften das schon immer. Es gibt keinen besseren Partner. Stripe ist drauf. Diese Franchise-Plan egal. Du hast mich durch ein Meerschweinchen ersetzt? Alter, nerv mich nicht mehr, mein Post. Das wurde mir immer ein bisschen zu schnell. Das war Tweak. Ja, ja, die waren ja. Dass ich dir gekauft hab? Du bist sowas von kindisch. Alter, nerv mich nicht. Vor allem, er hat doch so richtig rumgestachelt. So, Y, mal gucken, schade, dass alles folgt. Ich finde schade, dass wir nur Neuer heißen. Dass wir uns was nicht, heißt denn diese Sternchen da? Sind das so? Dass die Neuen gerade was gepostet so haben. Nee, ich glaube, das sind die neu dazugekommen sind gerade. Oder so. Kann auch sein, glaube ich. Bin mir ganz sicher. So, haben wir... Ach, bekannt als Wunderarsch. Ja. Künstlicher Verstärker können wir eh nicht herstellen, das können wir auch nicht herstellen. Aber das sind ja wirklich Verstärker. Schaltet auf die Hirnwellenfrequenz eines Teams auf und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Ah ja, göttliche Verstärker. Plus 16% Statuseffekt genau Schaden. So anders. Ja, genau, das wollte ich auch so sagen. So, warte, nee, ich komme. Du bist so weit rechts, ja, das sieht man nicht. Guck mal, so sitze ich jetzt im Bild, das war Mist. Ja, aber, das geht ja so nicht. Aber so ist der Auto. Ja, deshalb hätte ich so sitzen bleiben sollen. Ich geh doch wieder nach hinten ein bisschen. Nee, da sitzt du doch jetzt, oder nicht? Ich geh ein bisschen jetzt nach hinten, der Daniel kann notfalls auch ein bisschen nach hinten an den Türen. So, ist ein Schwerer. So, geh ein bisschen nach vorne. Ein bisschen zur Seite. Ja, genau. Also Hauptquest haben wir jetzt gerade. Doch, müssen Randys zeigt gerade das Auto, es geht gerade schlecht. Was haben wir denn da unten? Das Baby? Baby Janke. Schon hat geprickelt in deinen Bauchnamen, was? Das war Schäferhofer. Nein, wir bekommen kein Geld dafür. Warum sollten die uns auch Geld zahlen? Vielleicht müssen wir wirklich bei Stans Haus das irgendwie lösen. Aktiviere doch mal die Mission bei Schnitzel. Schnitzeljagd ist das. Bei Randy Marsh und dann. Oder wir gehen einfach mal ein bisschen weiter nach links. Ach, hier ist die Mission. Ja, also ich würd das mit Randy mal weiterfahren. Das muss aber irgendwie nachts, da bin ich nicht. Ja, dann kannst du die aktivieren irgendwie. Ist aktiviert. Ist aktiviert, ja, dann würde ich da mal hingehen. Dann ja, passiert ja. Das. Siehst du die? Hallo? Was? Ach so, ich kann ja gar nicht über das Roller steuern. Also nicht über das. Ich muss Steuerkreuz nehmen. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Ja, und so wäre es geklärt. Wir machen uns hier Gedanken. Das ist gar nicht nötig. So, wir kehren zum Kuhn-Versteck zurück. Das war, du musst LT und dann. Nach rechts, okay. Kannst du. Ich will jetzt mal versuchen, den Neuer, stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nein! Das ist gut, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Ende. Okay. Und wir gehen weiter. Jetzt schau dir das an, Mann. Was ist das? Dann tanzen wir. Seht ihr, hab ich von Ascher, ihr Schlampen. Ich glaub, dann... Jetzt schau dir das okay, an, Mann. Okay, sie juckt das aber gar nicht. Und mit Böllern? Seht ihr, hab ich von Ascher.
ihr Schlampen! Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht meine dumme kleine Viertklässler! Lauren! Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Das Haus. Was? Welches? Das da. Welches? Das da. Welches? Das Grüne. Ach so. Das ist grün, das ist blau. Jetzt ist es gelb. Ma! Und wir gehen runter ins Versteck. Ja, ich dachte, wir sollen einen Garten. Oh, wir müssen jetzt jedes Mal wieder eingeben. Dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein starker Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Nein, das haben sie nicht getan. Nee, das hast du wirklich gemacht. Artefakte. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. So, wo stecken wir uns da drin? Okay. So, denn aussieht in die Schulter rein. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheiden. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steige deinen Helden rein, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig. Arschlord. Nenn uns Arschlord. Wir haben uns einen Artefakt gesammelt. Und jetzt können wir die Sechstklässler besiegen. Echt? Hat er gerade gesagt. Ja, ja. Damit haben wir jetzt genug Artefakte, um die... Damit haben wir jetzt mit stark genug, okay. Sind wir jetzt, um die zu besiegen. Was haben wir denn installiert? 15. Normales Standard-Super-Gadget für Einsteiger bei den Kuhn-Freunden. Gibt dir das Recht, geringe Artefakte im Dienste von Kuhn und Influence einzusetzen. Okay, das heißt, wir können jetzt die harten Jungs besiegen. Ach, harte Jungs wollen aber noch nie. Warte, wir können mal einkaufen gehen. Kuhn-Store, Mom, wenn du das bist, geh wieder hoch, verdammt! Ja, aber das ist ja, glaube ich, nur vom Aussehen her, oder? Das ist nur optisch her, ja. Egal. Mach mal, drück mal RB. Hier geht's ja noch weiter, oder? Ja, da kannst du sortieren. Ach, das ist noch sortieren. Der Kuhn-Store bleibt am President's Day geschlossen. Oh, warte. Kannst du da Komponenten kaufen? Verzauberte Fäkalien von Einhörnern strömen durch die Seiten dieses Buches, sodass du dir den Dunkelkunst der Scheißologie zunutze machen kannst. Hergestellt nach den Traditionen obdachloser Katzeneiferer, die durch das Ödland von Solosopa ziehen. Und ein hinterbasierter EM-Verschleifer, der die Verschleifschläge abschwächt. Also mehr Verteidigung. Der ist, wie teuer das ist, würde ich nichts von kaufen. Wieso? Das Buch der Liste, Dollar. Der Buch der Liste Rezept kostet 50 Cent. Ja gut, aber das bringt nur 8 plus 5, das bringt 8 plus 15. Doch, die hast du schneller ultimative Krafteinsetzung, da hast du Rückstoß vom Schaden. Falls du kein registriertes Mitglied von Kuhn Friends bist, verlasse den Kuhn Store. Da hast du 12% schneller deine ultimative Kraft und da 10% ultimative Kraft. Also es bringt schon sehr, sehr viel. Also ich würde zumindest eines der Sachen kaufen. Also mehr Schaden machen bei Rückstoß, das hast du ja bei sehr vielen Attacken. Ultimative Kraft schneller einsetzen, die ist halt sehr mächtig, da musst du eigentlich beide kaufen, weil der bringt 22%. Der Kuhn-Store bleibt am President's Day geschlossen. Ding. Also ich würde den Gürtel holen, das kostet einmal 2 Dollar. Und ich glaube, sonst brauchst du kein Geld, oder? 2,50. Was sagt ihr, wir spielen ja zusammen. Ich würde bis jetzt gar nichts kaufen noch. Und würdest du warten? Mhm. Kann ja mal gucken, wie der Kampf verläuft. Also er wird uns auf jeden Fall, sowas wird uns halt stärker machen. Weil er meint ja selber, den kannst du als... Gut, vielleicht finden wir es. Fantastische Neuigkeiten! Das schnell ist es geil! Schön! Geil, hat er wieder seine... Jetzt kommt Timmy. Ja, ja! Mit seinem... Ja! Da ist es!
Schnellreisestation. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. So. So, kannst du es benutzen? Ja, gut, aber wohin? Ja, mal gucken, wie das aussieht. Ist das jetzt der einzige Punkt, den wir haben? Ja, ich würde jetzt mal gucken, wie das aussieht. So, ich gehe jetzt mal rechts, weil rechts ist nichts gewesen. Dann schalte ich weiter frei. Also Schnellreisestation, das können wir dann nächstes Mal dann machen. Oder sollte zumindest noch eine irgendwo sein. Hier, Mizi! Wo ist diese verdammte Katze? Jetzt kannst du aber dem Typen da oben mal so einen Knaller an den Kopf werfen. Ja. Nein, aber. Doch. Nee, geht nicht. Weil mit links, ne? Hier, Mizi! Hier, Mizi! Ich will mir doch nur ein bisschen den Tag kannst versüßen. Kannst du ihn einmal abwerfen? Mit dem Böller? Nee, das bringt spezielle, ja gar nichts. Kannst du spezielle Sachen mit machen. Was ist das schade? Man kann also doch was machen. Ich hab dagegen geschlagen. Wir haben die Katze erwischt hier. Das ich hab da mehrmals gegen geschlagen. Hier, Mietz! Hier, Mietz, Mietz! Das hat das zeigt nach hier unten. Da muss das vielleicht am Auto sein. Auto. Du musst da am links rum, dann kommst du da rein. Ja. Rechts geht auch. Hier, Mietzi! Dann muss ich auch irgendwie hier rein. Wir haben doch da runter geschlagen. Ja. Ich weiß es nicht. So, ich geh jetzt mal auf jeden Fall darüber. Dö, wie gut, dass die Schnellreise nicht funktionierte. Beziehungsweise kein weiterer Schuss. Ja, schon. Ach, da war auch Musik. Wir sind super schnell. Die 6. Warte, da waren wir aber schon. Nee. Da, du kannst jetzt die Leiter runterholen. Genau. Ah ja, stimmt. Okay. Ah, eine neue Fähigkeit. Okay, können wir auch noch. Okay, die Garage öffnet sich ja neu. Hier, Mizi, komm, Mizi. Hä? Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Die kannst du ja die ist jetzt komplett, die ist ganz abgehauen. Wirf doch stattdessen einen Böller! Hey, die sind teuer! Gib mir den Stein! Du Pussy, zünd das Scheißding an! Nein, ich werf den Stein! Werft irgendwas hier! Hey, der kleine Viertklässler schon wieder! Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse! Kampfvorteil! Wir siegen die Sechsklässler! Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute! Hübsche Outfits, Trottel! Zeig uns, was du drauf hast! Aha. Helden haben einen Vorteil, Helden und Gegner sind gleich stark, Gegner haben einen Vorteil. Ist dann gleich zu stark. Ja, heroisch. Heroisch. Ah ja, okay, hier ist halt anpassbar, auch das ist schön. So, wir sind durchaus fähig anzugreifen. Ich kenne die Attribute gar nicht. Hätt mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Y-Mast kannst du zweimal angreifen. Ah ja, stimmt, es sind Doppel-Y. Doppel-Y. So, und mit X kannst du eventuell zwei gleichzeitig treffen. Ja, das mache ich auch. Nee, kann ich nicht. Nee, die stehen zu nah aneinander. Probier mal. Nee, das geht nicht. Die stehen ja viel zu nah aneinander. Ah, nee, X trifft ja mehr auf einmal. Ah, ich muss dann einen aussuchen. Wahrscheinlich. Im Zweifelsfall ist ja, aber ich glaube, triffst du ja nicht die beiden da vorne? Oder triffst du da wirklich nur einen? Ja, ich muss auswählen, wenn ich ja, aber ich hab gehabt, weil er halt so. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich trock doch nur einen. Das ist schade. Dann könntest du den vorderen jetzt in den hinteren reinhauen. Nein, weil dann lande ich nachher zu viel. Ich mach nochmal die selber. Hey, du solltest dir eigentlich in die Hose machen! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ja! Ohne zu zucken, Respekt! Das habe ich kaum gesehen. Komm wieder auf die Beine, Arschboy! Langsam wird's kalt sehen!
sich zu ergeben! Oh, Kalt sich zu ergeben, oh mein Gott. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Alles klar. So, aber jetzt eine Ausdauer, meine ich. Aha, was soll denn? Okay, Details ansehen. Wir müssen alles Schaden an. Ja. Das ist ganz gut. Cool. Dann kann der Block nur Schaden, wenn er zum Beschluss oder nur so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchführt. Ah, die Knüppel ist dann auf. Einfach dann dazu warten. Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt dir aber ein Schild. Ach, direkt ins Ego. Wen soll ich quälen? Ich quäle dich. Oh, ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Oh, was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Nein, nein. So. Was machen wir jetzt? B als Bam. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. War das selber auch mal. Nein! Super! Ja. Noch so ein paar in der Art, dann sind wir durch. So, Teil kommt. Ich bin angewidert. Wollte ich mich heilen? Ich muss mich verkommen. Hey. Ich gucke mir schwachteln! Es liegt was in der Luft! Der Human Kite! Kannst du dir nicht ein Schild geben? Der hatte einen. Ist er weg? Weiß ich nicht. Warte, vielleicht kann ich die B einfach mal gucken. Der hat noch ein Schild, der ist auch noch ein bisschen da. Sehr langes Y. Ja, dann könnte ich dir entweder heilen oder einen Schritt geben. Ach, das ist heilen. Okay. Genau. Erledigen wir das oder was? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du angreifen kannst. Weil ich. Nee, ich kann nicht angreifen. Dann müsstest du, glaube ich, in das Feld vor dir. Ja, das muss ich ja sein. So. Das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Okay, los geht's. So. Du ziehst sie sogar zu dir hin. Ja, das muss ich machen. Das ist ein Schlag. Das ist ein Rennattack. Ich will nicht mehr heilen. Pegasus-Schlag. Das ist mächtig. Und ja, die Summe. Spar dir deine scheiß Lebensgeschichte. Ach, du musst erst mal warten. Ich bin zu schnell für diese Welt. Pissebombe. Wow. Ja. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Oh, ich will die mit. Ich würde die jetzt gerne mit Crack benutzen. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Die Ulti. Weil die haben wir ja schon gesehen. Hier kommen die Laser! Das wird jetzt abgekommen. Den haben wir die Fresse poliert! Ja. Kraft meiner Laseraugen ernenne ich dich hiermit zum Brandopfer! Armageddon-Blatt! 23 Cent. Ich hab nur 13 Cent dabei haben, ey, soll man mehr geben? Das sind 6 Klässer, die haben Millionen dabei. Cents. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit! Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle 6-Klässler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorgen uns noch mehr Follower. Ja, genau so. Oh, das ist ein Fehler. Ja, warte, mit Mathe. Du bist nach vorne, da links kann ich mal gehen und dann in die Richtung. Toms Rhinoplasty. Da oben ist Chaos. Ey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Ja, so. Fancy Animation. Jawoll! Auf der rechten Seite war einer von uns. Gut,
Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann! Ich mute mal den Lexus ab. Blitzfreak! So, ich glaube... Deine Zeit ist abgelaufen. Jawohl! Ich darf wieder. Dum, dum, dum. Wir sagen feierlich Tschüss und Daniel wird nie dran kommen. Hier, Olli, nimm. Nein! Okay. Porsche gibt mir immer scharfe Sauce, das sind die besten. Und noch eine Nachricht. Warte, ich muss gerade noch Nachricht loswerden lassen. Mercedes hat mir vor dem Essen eine zusätzliche Serviette gegeben. Ist total. Schnelle Reise Anfänger, 2 von 6. Ja. Tschüss.